Das Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn ist ein dreitägiges Musikfestival, welches als Initiative von musikbegeisterten Schülern ins Leben gerufen wurde. Im gemeinnützigen Dong Kultur e.V. organisiert, erarbeiten die Veranstalter seit 2001 jährlich ein möglichst abwechslungsreiches Programm der Genres Metal, Rock und Folk. Im Vordergrund steht dabei die Förderung von Nachwuchsbands, die etwa 3/4 des Festivalprogramms ausmachen. Einzig Hörproben sind Bedingungen für eine unkomplizierte Online-Bewerbung. Zahlreiche Underground-Bands, auch aus der Region, spielten bereits vor dem Publikum von weltbekannten Szenestars aus Skandinavien, den USA, Brasilien, Israel und weiteren Nationen. Zuletzt teilte sich auch die Mörserband Ravian die Bühne mit Powerwolf. Während der deutsch-rumänische Headliner im Juli 2013 Platz 1 der deutschen Albumcharts erreichte, profitierten die jungen Niederrheiner vom großen Publikum und der Medienaufmerksamkeit. Jedermann ist beim Dong Open Air eingeladen mitzuwirken, sei es als ehrenamtlicher Helfer oder als Fan, der die Bands in seinem Umfeld auf das Festival aufmerksam macht. Über Online-Umfragen können Besucher Kritik und Anregungen zu den Veranstaltern tragen. Dadurch trägt auch die Fanbasis ergänzend zum Austausch mit Experten der Szene und den Behörden vor Ort stets zur Optimierung der Veranstaltung bei. Auf diese Weise ist aus einer ehrenamtlichen und lokalen Initiative ein Festival gewachsen, das nicht nur den Terminkalender der lokalen Jugendkultur bereichert. Mit seinem fördernden und internationalen Charakter hat es über die Jahre außerdem die kulturelle Identität der Stadt wie auch der Region mitgeprägt.